Und damit, meine Lieben, willkommen zurück zur nächsten Folge Vermintide 2 und auch zur letzten Folge. Wir haben jetzt hier die, ja, letzte Folge. Und ja, wir sind in der Arena. Ich habe ein bisschen Angst vor den Monstern später und vor allen anderen auch. Ich hoffe, dass alles gut läuft, aber es kann auch sein, dass nichts gut läuft. Wir werden sehen, wie oder ob es klappt oder ob es nicht klappt. Nein, 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 nein. Na, okay, so viel dazu. Ich hoffe, wir überleben das. Treffer bekommen wir auf jeden Fall. Oh, ja, jetzt kommt es wieder zu uns. Sehr schön. Schnell durch hier. Hopp, 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 hopp. Okay, irgendjemand ist wieder im Storm. Sienna ist im Storm. Ich weiß nicht, wo der Dingens ist. Der Dingensbummens. Ja, ja. Wie der Chaos Spawn hier mal wieder uns holen wollte. Okay, so viel dazu. Schön den hier Chaos Spawn von hinten in seinen Hintern stechen. So. Okay. War ein kritischer Treffer. 1-2. Der müsste jetzt gleich auch umfallen. Wir kriegen ja ganz viele kritische Treffer gerade vom Chaos Spawn. So, wir gehen nochmal hinter, um gleich einen weiteren Trank zu holen von Gruber. Beziehungsweise müssen wir nicht. Der droppt jetzt den nächsten gleich am Boden. Ach du meine Güte, warum sind das so viele? Wir sind wieder drin. Und da hinten versteckt er sich jetzt hier auch noch hinter einem Dingens. Hinter der Wand, will ich sagen. So, leider habe ich den oben nicht getroffen. Oh, danke schön, geteiltes Leben nehme ich erstmal mit. Gibt es irgendwo einen... Ich glaube, hier am Anfang stand noch irgendwo ein Stärketrank. Jawohl. Vielleicht kommen auch die ganzen Stormwürmen und so. Da können wir dann die Bomben einsetzen. Zumindest kommen hier, glaube ich, oftmals dann auch noch... Da kommen sie, jawohl. Kurz abwarten, kurz abwarten, kurz abwarten. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Jetzt werfen die Bombe. Und dann gehen wir hier schön rein. Ist egal, einfach so hier. Das passt schon. Dann noch ein paar schwere Angriffe hinterher. Und jetzt wieder eine Bombe. Da ist noch ein Stormwürmer, den irgendjemand ärgern will. Lightstormer ist explodiert. Sehr nice. So, wir können auch nochmal hier eine Bombe reinwerfen. Dann sind die zumindest alle ein bisschen hier gestaggert. Und dann pushen wir die und holen die so weg. Und dann warst du schon. 3 Minuten. 3 Minuten. Das ist schon irgendwie krass, gell? 3 Minuten hat das Finale hier gedauert. Uiuiui. Ich will nochmal was ausprobieren. Ist irgendwo ein Prophetic Strike? Da. Ich will nochmal probieren, ob wir uns selbst killen können. Und zwar am Ende unten. Uiuiui. War auf jeden Fall eine gute Idee, die Folge in 2 aufzuteilen. Wir können auch einen Dingens hier holen, einen Stärketrank. Ich möchte mal versuchen. Ich möchte mal versuchen, uns hier mit einer Bombe nochmal wegzuholen. So, dann machen wir den hier. Und jetzt die Bombe. Boom. Es klappt halt einfach. Wir haben so eine Power, wir können es einfach direkt damit wegbomben. Das ist schon irgendwie lustig. Oh, ich will nochmal eine Bombe werfen. Okay. Alles erreicht, was ich erreichen wollte in der Folge. Naja. Wir haben es geschafft. Ich bin mal gespannt, wie viel Schaden wir auch eingesteckt haben. Die Bomben haben auf jeden Fall jetzt nochmal richtig reingehauen. Habe ich nicht gemacht, um nur unseren Schaden hochzudrücken. Aber mich würde es nicht wundern, wenn wir am meisten Schaden bekommen haben. Ich war nicht wirklich guter Shade, also guter Schatten für diesen ganzen Run. Ich war der so da Schatten, so nach dem Motto. Konnte ein paar Monster in den Hintern pieksen. Und das ist eigentlich auch ganz gut. Hat ja auch geklappt mit dem Stormfiend, mit dem Rattenoger. Und jetzt hier mit dem Chaos Spawn war es ja. Aber ich bin schon ein bisschen enttäuscht, dass wir nur ein Monster am Ende hatten. So viele... Muss ich leider klarstellen. Aber ja, wir gucken mal. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die Folge gefallen hat. Und wir haben echt viel Schaden gemacht. Gut, mit den Bomben jetzt gerade gegen uns selber auch. Und ja, wir haben am meisten Schaden erlitten. Aber auch wahrscheinlich dank den Bomben. Sonst hätte Victor das bekommen. Aber ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich habe ja gesagt, ich versuche ein bisschen jetzt in der nächsten Zeit noch was ein bisschen anderes aufzunehmen. Und ja, ich werde mal über die nächsten Folgen wieder ein bisschen drüber reden.
Weil ich auch immer auf eine Rückantwort warte von den Developern. Aber naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin, tschüss.